Guten Morgen, ihr Lieben. Bei uns sind die Schleckmatten wieder in Betrieb. Die Kleine hat sich hier wieder ordentlich was gesucht, was sie kaputt machen kann, finden kann. Ich habe diesmal, achso, ich habe letztes Mal gar nicht gesagt, ich mache ihr Futter, weiche das immer auf vorher und mache das abends dann drauf. Diesmal habe ich es ein bisschen fester gemacht, also ein bisschen nicht so aufweichen lassen wie die letzten Tage, so dass sie einfach ein bisschen mehr Abwechslung hat. Ja, die Mia, die ist wieder schön bei ihrer Thunfisch-Quarkmatte. Ne, du machst einfach mit. Und ja, das ist bis jetzt unser Morgen. So, ich habe heute mit ihr ein bisschen was anderes vor. Ich versuche jede Woche was Neues zu machen. Und zwar will ich ihr, ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das nenne. Meiner Boxerhündin sage ich auf deinen Platz. Platz kennt sie schon. Ich würde sagen, Place. Versuche ich es einfach mal, weil ich jetzt irgendwie auch nichts habe. Körbchen? Körbchen. Ich glaube, ich versuche mal mit Körbchen. Mal gucken, ob sie es versteht. So. Ich muss mal gucken. Komm her. Sitz. So, fein. So ist eine Feine. So, gucken wir mal. Sitz. Ich habe mir jetzt noch kein Video angeguckt, das war jetzt ziemlich spontan. Körbchen. Super. Super. Körbchen. Super. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir es vorstelle. Mia, du bleibst. Körbchen. Fein. Körbchen. Erstmal mit den Vorderpfoten. Dann ist es ziemlich klein, aber sie liebt es einfach. Deswegen habe ich es nicht weggepackt. Körbchen. Körbchen. Mia, auf deinen Platz, los. Ja, das bei ihr auch immer, das war bei ihr am Anfang sehr schwer, dass sie auch einfach mal wegbleibt, wenn ich mit ihr trainiere. Körbchen. Fein. Körbchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier gerade richtig mache. Ich hoffe. Körbchen. Mia, auf deinen Platz, los. Körbchen. Fein. Ja, mal schauen. Ich versuch's mal und dann gucke ich mal, wie es gleich läuft. So, ich glaube, wir haben es langsam. Kommst du klar? Okay. Körbchen. Fein. Gute Maus. Super. Fein. Das machst du toll. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. War doch etwas heikel. Ich habe Köpfchen. Fein, gutes Mädchen. Okay, wir haben es, glaube ich. Sehr gut. Also ich habe erst ihre zwei Vorderpfoten drauf gemacht, so dass sie dafür belohnt wird. Dann habe ich sie komplett mit ihren vier Beinen drauf gemacht. Da habe ich sie dann belohnt, als sie dann mit allen vieren drauf war. Und ja, dann habe ich das immer wieder wiederholt. Und irgendwann habe ich sie mal selbst überlegen lassen. Wie sie. Körbchen! Okay, alles klar. Danke dafür. Irgendwann habe ich sie selbst überlegen lassen. Körbchen! Fein! Und sie hat es dann gemacht. Wow, ich bin begeistert, mein Schatz. Super! Also ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass sie so schnell so viel Ruhe kriegt. Ich bin sprachlos. Mein Sohn läuft hier rum, der springt hier rum und sie läuft nicht mal mehr hinterher. Es ist echt eine Kehrtwendung. Es ist Wahnsinn. Und ich habe gedacht, dass es das länger dauert, aber das hat tatsächlich nur fast, ja, wir haben sie jetzt am Dienstag, fast 2 Wochen. Wir haben jetzt Samstag
Und Wahnsinn, also ich bin so begeistert von ihr. Sie ist so ein toller Hund. Sie hat so einen tollen Charakter. Sie lernt so unfassbar schnell. Also wenn man wirklich Lust darauf hat, sich mit Hunden zu beschäftigen, Hundetraining zu machen und, Hundesport vielleicht auch, dann ist das einfach die absolut perfekte Rasse für einen, ne? Das wird alles auch noch anstrengend, bin ich mir zu 100% sicher. Es wird immer einen Punkt geben oder immer Punkte geben, die zu bearbeiten sind. Definitiv. Aber sonst, also Wahnsinn, echt. Die beiden sind halt wirklich ein Herz und eine Seele geworden. Und das habe ich der Mia so gewünscht. Sie liebt einfach andere Hunde. Das habe ich gemerkt, als die Alva gekommen ist. Sie liebt sie einfach. Und ich freue mich so für sie, weil sie ist definitiv nicht der Hund, der sich vernachlässigt fühlt. Sie ist der Hund. Ja, sie ist der Hund, der sich darüber freut, eine Partnerin oder einen Partner zu haben. Und das ist so wirklich, das freut mich so sehr für sie. Es ist Wahnsinn. Sie ist so die perfekte Mutti. Sie ist der Chef. Sie wird auch, glaube ich, immer der Chef bleiben, egal wie sich Sky entwickelt. Mia ist einfach so der Typ Hund. Sie ist der liebste Hund der Welt. Aber das, was sie sagt, ist einfach Gesetz. Und das ist ganz lustig. Die Sky, die würde niemals an ihr Futter gehen, die würde niemals an ihre Knochen gehen. Und das ist Wahnsinn. Also sie traut sich das nicht mal. Und sie hat noch nie irgendwie großartig Bescheid gesagt bekommen oder so. Bei mir reicht einfach schon ein Blick. Und das ist bei der Alva genau dasselbe. Sie ist so extrem. Sie ist nicht dominant oder so, aber sie ist so eine Mutti, sage ich immer, ne? Sie sagt niemanden so, also sie hat einen langen Geduldsfaden, aber wenn Schluss ist, dann ist auch wirklich Schluss und das wissen die auch ganz genau. Ja, okay, warte, ich hole dir jetzt. Ja, das ist echt schön. So, Stand der Dinge kurz vor 9 am Morgen, unser erster kleiner Schlaf. So, wir gehen jetzt unsere Morgenrunde. Hier kommt Schnee! Schnee! Oh, doch nicht. Hat irgendwas geschnüffelt, errochen. Oh, du bist eine Feine, ne? Du bleibst bei mir. Kuckuck. So. Ja, jetzt gehen wir unsere Runden. Und dann gehe ich zu meinen Eltern rüber und frühstücke mit meiner Schwägerin. So, versuchen wir es mal. Genau, das mache ich auch ein bisschen mit ihr. Immer so ein bisschen. Auch im Garten. Genau. Kommt noch einmal. Fein, super. Gute Maus. Dann lass ich sie auch noch ein bisschen suchen. Mia, du kannst auch. Sehr gut. Such. Okay. So, wir sind heute die Mittagsrunde im Wald bei uns direkt vor der Tür. Sie ist sehr geräuscheempfindlich. Ich habe die Mia diesmal mitgenommen. Hat ganz gut funktioniert. An der Straße musste ich sie hier weinen. Super. Oh, Kinder, die schreien. Das findet sie gar nicht toll. Geräusche. Ah, musste mitleben, Maus. Die Mia ist auch irgendwo im Wald da hinten verschwunden. Die kommt jetzt jeden Moment. Da. Hier weinen. Mausi, komm hier. Komm hier! Ja, fein! Ja, super! Ja, genau, sie springt natürlich auch immer wieder auf mir drauf, an meinen Beinen. Da bleibe ich einfach stehen, darf sie nicht. Ja, und jetzt gehen wir hier unsere Runde. Ich denke mal so 20 Minütchen. Und ich merke aber auf jeden Fall, dass sie mit der Mia mutiger ist. Aber genau darauf will ich ja nicht, dass sie sich darauf hält. Deswegen einmal die Woche kann man das mal zusammen machen. Aber sonst muss sie alleine leider da durch. Und ja, dann gehen wir jetzt mal eine Runde.
Ich weiß nicht, ob man sie jetzt sieht. Das Ding ist, ich würde das gerne filmen, aber ich muss in dem Moment einfach so für sie da sein. Kommt! Feine Mäuse! Wenn wir fremde Hunde treffen, dann ist sie an sich ist alles gut. Wo es nicht in Ordnung ist, ist, wenn die Hunde auf sie zusprinten, rennen, sie nicht in Ruhe lassen, dann fängt sie an zu jaulen, weil das ist ihr zu viel. Dann hocke ich mich meistens immer hin, dass sie sich bei mir verstecken kann. Und ich drücke dann auch teilweise die Hunde weg, wenn die ihr zu aufdringlich werden. Ich laufe dann natürlich weiter mit ihr. Oha! Ich laufe dann natürlich weiter mit ihr. Ich lasse die Hunde, also ich stehe dann auch immer wieder auf, wenn sich die Situation beruhigt hat. Ich mache es jetzt nicht so, dass ich sie jetzt, ich sag mal, nehme und dann weglaufe, ne, mit ihr so. Sie soll sich nicht daran gewöhnen. Es ist auch schon viel besser geworden, muss ich sagen, viel, viel besser. Aber das ist halt so die Situation momentan und da kann ich leider nicht filmen, weil die Leute denken wahrscheinlich, hat die nichts Besseres zu tun, als ihren Hund zu filmen in so einer Situation, ne? Deswegen kann ich euch das leider noch nicht so zeigen. So, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Boxtraining zum Schluss. Okay. Und dann Box. Meines Mädchen, super. Okay. Das macht sie schon sehr gut. Box. Feines Mädchen, super. Und so machen wir das dann ein paar Minuten hin und her. Und dann ist für heute auch Schluss. Box. Mama. Super Mädchen. Ja. Warte, Schatz. Okay. Mama. Ja? Nein, lass das bitte. Box. So, und den Rest kriegt sie von mir dann immer noch so mit Türe zu, damit sie sich auch daran gewöhnt. Ja, und das war es eigentlich auch schon.